Lange hatte er auf einen Einsatz gewartet. Am 15. Oktober ist es dann soweit. Enrico Kehl tritt wieder für One Championship in Aktion. Deutschlands Vorzeigekickboxer wird dann am Federgewichts-Grand Prix der Organisation teilnehmen und in der ersten Runde auf David Kiria treffen. Wir sprachen mit Enrico Kehl vor seinem großen Auftritt. Okay, Enrico, welchen Stellenwert hat der Grand Prix für dich und wo siehst du den im Vergleich zum damaligen K1-Max-Turnier? Also ich muss sagen, das jetzige Turnier ist im Endeffekt das K1-Max von früher mit den gleichen großen Namen. Es ist einfach die Champions League vom Kampfsport. Es gibt keine größeren Namen, die in diesem Turnier drin sind. Sei es Siri Chai, Kai von Özcan, Andy Sauer, Kiria, ich, Semis, Hannes, alles die größten Namen der Welt. Es sind alle top gerankt in den Top 10. Und für mich ist einfach, es gibt nichts Höheres, wie an diesem Turnier teilzunehmen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich, sag ich mal, auserwählt wurde und dass ich Deutschland repräsentieren darf. Zu deinem Gegner David Kiria, was hast du dazu zu sagen? Wie siehst du dich da David Kiria, vorbereitet? Sehr, sehr, sehr starker Gegner, müssen wir nicht drüber reden. Kolumbien-Champion, Glory-Champion, hat schon alles gekämpft, physisch sehr stark. Aber ich muss sagen, wir haben einen guten Gameplan. Ich habe einen sehr guten Schub gemacht in den letzten Monaten durch den Teamwechsel. Und ich sehe tatsächlich meine Chancen gut und ich freue mich extrem auf diesen Kampf. Wie läuft deine Vorbereitung und wie sieht dein momentanes Trainingspensum aus? Meine Vorbereitung läuft sehr, sehr gut. Wir sind jetzt seit 7 Wochen in der Vorbereitung. Ich habe so ein perfektes Team, das ist echt mehr als dankbar. Ich habe als Ernährungscoach, habe ich Coach Zay, Deutschlands besten Ernährungscoach, den es gibt. Mit Coach Guido habe ich einen mega Krafttrainer, wo ich zweimal die Woche zu Krafttraining gehe. Mit meinem Hausgym hier, Transformers, habe ich Mario, der mich täglich quält. Und dazu kommt noch die richtige physische Behandlung von Efran. Deswegen ist es, das Rundum-Paket stimmt momentan und ich bin einfach so happy. Meine Verfassung ist top, mein Gewicht läuft super. Ich bin topfit und ich bin heiß. Sonst was. Du hast schon angesprochen, du hast deinen kompletten neuen Trainingsstab aufgebaut im Prinzip, ja, beziehungsweise ausgewechselt. Was hat dich dazu veranlasst? Ich denke mal, irgendwann ist für einen Kämpfer Zeit, dass frischen Wind in die Karriere kommt. Und ich denke mal, das war jetzt mein Zeitpunkt, dass ich meinen Teamwechsel durchführe. Und der frische Wind tat mir gut, hat meinen letzten Kampf gesehen gehabt. Und ich will mich stets weiterentwickeln und das war mein Grund. Okay, wie kannst du den ganzen Hochleistungssport, den du absolvierst, täglich mit deinem Berufsleben vereinbaren, weil du hast ja noch einen Fulltime-Job. Ich sag mal, das ist ein selbstgewähltes Leid. Freizeit ist für mich gleich null. Aber wenn man ein Ziel hat, dann soll man dieses Ziel auch verfolgen und mit voller Kraft dazu stehen. Und ich versuche so lang wie möglich zweigleisig zu fahren. Und das ist, sag ich mal, mein Lebensmotto. Wie sieht deine Zukunft aus? Siehst du die bei One oder gegebenenfalls noch bei Glory oder auch mal, was man spekuliert wurde, mal einen Auftritt im MMA? Ich sag mal, es ist kein Geheimnis, dass ich, sag ich mal, schon ein alter Hase bin. Mit 29 bin ich nicht so alt, aber ich bin schon seit 16 im Profigeschäft. Meine Knochen merken es auch langsam. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Jahre haben, 3, 4, 5 Jahre, wenn es hochkommt. Momentan bin ich bei One gut aufgestellt. Die 70-Kilo-Klasse geht nirgendwo besser wie bei One momentan. Und das MMA ist erstmal komplett dahingestellt. Da habe ich noch nicht einen Gedanken dran verloren. Deswegen jetzt ist erstmal die Grand Prix-Spitze bei One angreifen und dann gucken wir weiter. Alles klar, danke dir.